Herzlich willkommen bei einem neuen Video zum Thema Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich berechne hier die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Marathonläufers in Kilometer pro Stunde und in Meter pro Sekunde. Wir haben folgende Textangabe. Ein Marathonläufer braucht für eine Strecke von 42,2 Kilometer 3 Stunden, 14 Minuten und 15 Sekunden. Und gefragt ist eben seine Durchschnittsgeschwindigkeit in Kilometer pro Stunde und in Meter pro Sekunde. Wir beginnen mit der Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit in Kilometer pro Stunde und wie immer beginnen wir, indem wir die Variablen definieren. Die Strecke ist hier angegeben mit 42,2 Kilometer. Die benötigte Zeit war 3 Stunden, 14 Minuten und 15 Sekunden. Und hier haben wir ein kleines Problem, weil die Zeitmaße sind ja nicht im Dezimalsystem angegeben, sondern im sogenannten 60er-System. Eine Stunde hat 60 Minuten und eine Stunde hat 3600 Sekunden. Das heißt, wir müssen zuerst noch eine Umwandlung durchführen, indem wir zu den 3 Stunden die 14 Minuten durch 60 dividieren, weil eine Stunde hat ja 60 Minuten und die Sekunden wandeln wir in Stunden um, indem wir durch 3600 dividieren. Damit erhalten wir ein Ergebnis von 3,2375 Stunden. Ich markiere noch die Angaben, die wir für die Berechnung brauchen. Die Strecke eben mit 42,2 Kilometer. Die benötigte Zeit jetzt im erforderlichen Dezimalmaß angegeben 3,2375 Stunden. Kommen wir zur Formel. Die Formel für die Geschwindigkeitsberechnung lautet Strecke durch benötigte Zeit. Die Strecke war hier definiert mit 42,2 Kilometer und die benötigte Zeit haben wir berechnet mit 3,2375 Stunden. Und wenn wir 42,2 durch 3,2375 dividieren, erhalten wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 13,03 km pro Stunde. Das formulieren wir auch in einem Antwortsatz. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 13,03 km pro Stunde. Diese Angabe benötigen wir auch für die zweite Frage, die wir zu beantworten haben, die Durchschnittsgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Hierzu ist eine Vorüberlegung notwendig. Wir wandeln Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde um, indem wir die angegebenen Kilometer pro Stunde mit 3,6 dividieren. Das ist in diesem Fall 13,03 dividiert durch 3,6. Und dann erhalten wir ein Ergebnis von 3,62 Meter pro Sekunde. Auch hier formulieren wir einen Antwortsatz. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 3,62 Meter pro Sekunde. Damit hätten wir beide Fragen beantwortet. Wenn euch das Video gefallen hat oder es euch weitergeholfen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Bis bald bei einem neuen Video hier auf diesem Kanal.